ist ein beeindruckendes, vor allen Dingen aber ein sehr internationales Bild, das sich den Gästen bei der Eröffnungsfeier des ersten Stadtwels Junior Grand Prix Turniers am 17.07.2017 auf der Anlage des Welser Turnverein 1862 bietet. Denn bei diesem Tennis-Jugend-Weltranglistenturnier der Kategorie G1 geht's in der Messestadt für die besten U18 Tennisspielerinnen und Tennisspieler aus über 50 Nationen um Spiel, Satz und Sieg. Wir sind besonders stolz, dass Welser Turnverein und ich als Turnierdirektor diesen ersten Stadtwels Junior Grand Prix 2017 auf unserer tollen, wunderbaren WTV-Anlage durchführen zu können. Die letzten Wochen haben sich bezahlbar gemacht in der Form, dass über 50 Nationen und über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Altersgruppe U18 hier bei uns im Wels sind und mit einem besonders tollen heutigen Eröffnungsfest begrüßt worden sind. Also Sport verbindet und hier kann man wirklich sehen, dass man international in Wels wirklich was auf die Füße bringen kann, aufstellen kann. Und dieses Turnier in diesem Format ist natürlich eine Sensation für die Stadt. Es belebt die Stadt, es belebt die Gastronomie, Tourismus, alles was rundherum passiert. Und es ist wirklich sensationell zu sehen, wie viele Nationen, wie viele Kinder wirklich mit Begeisterung hier sind und an diesem Turnier teilnehmen. Wir sind natürlich froh, dass wir da jetzt aus der ganzen Welt, aus Costa Rica und überall die Leute da haben. Und es ist schön, nachdem Tennis ja so bunt ist, es noch schöner, dass die Jugend jetzt da bei uns in Wels ist. Aber nicht nur Wels kommt in den Genuss, den Mugurusas und Federers der nächsten Generation bei ihrer Arbeit auf Hände, Schläger und Füße sehen zu können. Bei einem Starterfeld von über 200 jungen Tenniscracks muss Turnierdirektor Werner Hipfel Hilfe von und bei Freunden suchen. Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes müssen wir die Erstrundenspiele von den Mädchen im Einzel- und Doppelbewerb auf Partneranlagen in Dahlem und erfreulicherweise auch beim UTC Eberstadt-Zell über die Bühne bringen lassen. Und dass uns die da entsprechend unterstützen, auf das sind wir auch sehr stolz. Naja, wir haben mit dem DVN 1846 oder 56 haben wir ja ganz gute Kontakte. Wir haben einen Top-Jugendspieler von uns, der vom Werner Hipfel trainiert wird. Und dadurch ist der Werner auf uns gekommen und hat gesagt, okay, ob wir bereit sind, mitzumachen. Und wir haben gesagt, ja, okay, wenn es uns hübsche Mädchen schickt oder flotte Burschen, dann machen wir da mit. Geschickt haben Sie fesche Mädchen? Wir sind sehr zufrieden. Also es läuft perfekt, wie man hinten auch gesehen hat. Ich weiß nicht, ob eine Aufnahme gemacht worden ist, aber wir haben gerade eine Spanierin und ein deutsches Mädchen im Spielen. Also man sieht wirklich Weltklasse-Tennis, muss man fast sagen, für Jugendliche. Weltklasse-Tennis ist also nicht nur in Wels, sondern auch in Eberstalzell und in Thalheim zu sehen. Ab Donnerstag wird dann nur mehr auf der großzügigen WTV-Anlage gespielt. Die Halbfinali gehen am Samstag, die Endspiele am Sonntag über den roten Sand. Dazu gibt es natürlich auch jede Menge Show-Acts. Und die gehen mit geballter Kraft am Samstag über den roten Sand. Mit einer Geschichte trifft Turnierdirektor Werner Hipfel genau ins Schwarze oder besser gesagt in die Herzen der tennisbegeisterten Partner und Sponsoren. Denn die können bei einem Doppel ihre eigene Tennisstärke unter Beweis stellen. Unterstützung bekommen sie dabei von ehemaligen Weltklasse-Spielern wie dem österreichischen Davis-Cup-Kapitän Stefan Kubek oder von Markus Hipfel, der ehemaligen Nummer 63 der Welt. Kubeks beste Platzierung datiert übrigens vom März 2000. Da schien der Österreicher auf Rang 20 in der ATP-Wertung auf. Für die Sponsorenvertreter sind diese Matches natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Also war super, super top. Man sieht natürlich, dass die Burschen schon das sehr gut kennen und man kann nur lernen davon. Das heißt verloren? Nein, also ich habe beide Mal gewonnen, aber natürlich habe ich immer mit, also ein Amateur hat immer mit einem Profi gespielt und sie haben vielleicht nicht ganz voll gespielt, muss ich auch dazu sagen. Na klar, also das Händchen, das die beiden haben, das ist schon sensationell und das, dementsprechend hat es viel Spaß gemacht, wie auch dieses ganze Turnier. Sehr, sehr viel Spaß macht, sehr hochwertige Matches, ich habe einige angeschaut, also Hut ab vor den jungen Tennisspielerinnen und Tennisspielern, da kannst du was lernen. War schon wirklich was Besonderes, ja, dass man mal gegen Weltklasse-Spieler vor allem mal aufschlagen kann, ja, das war schon interessant. Ja. Ein Händchen haben sie immer noch.
Geht schon, ja, das muss man schon sagen. Also, obwohl sie haben uns brav mitspielen lassen. Ja, war ein schönes Spiel. Ich habe mit dem Stefan Kubek gespielt, gegen einen Hipfel und seiner bekannten Tennisgrößen. Ich war erfolgreich, habe gewonnen mit Stefan Kubek und sehr erfreuliche Sache. Ich glaube, ich habe die Raiffeisenbank wohl als würdig vertreten. Generell sind die Partner mit dieser von Ihnen unterstützten Großveranstaltung sehr zufrieden. Es ist eine tolle Sache, dass das eines der 10 größten Jugendturniere weltweit, ne, in Oberösterreich stattfindet und vor allem da in Wales, ganz nahe zu meiner Heimatgemeinde, was mir auch die Gelegenheit gibt, natürlich viel da zu sein. Ne. Und zum anderen ist es wichtig, dass der Tennissport für die Jugend was tut. Ja, wir sehen das als Teil unserer Verantwortung, da ein bisschen mitzuhelfen. Unter dem Motto mit der Jugend am Start finden wir es einfach ganz toll, wenn junge Leute Sport machen, in der Freizeit etwas unternehmen, gemeinsam etwas erleben, und wenn wir da ein bisschen mithelfen dürfen, dass so große Dinge entstehen, dann sind wir ein bisschen stolz drauf und machen das sehr, sehr gerne. Nach diesen Mixdoppeln mit Amateuren und Profis wird es am Center Court sehr lustig. Stefan Kubek und Markus Hipfel gegen den ehemaligen Topspieler Emilio Alvarez und dessen Juniorpartner Strauß, sowie dann auch noch mit Werner Hipfel, bieten den vielen Fans eine gelungene Tennisshow. Hier ein paar Bilder von dieser sehenswerten Exhibition. Das schmerzvolle Ende dieser Show mit diesem Ball ins Auge von Alvarez ist dann aber, Gottlob, nicht das Ende eines gelungenen Tennistages. Der gute Emilio steht uns, so wie seine ehemaligen Profikollegen, nur ein paar Minuten später schon wieder Rede und Antwort. Die Statements der drei sehr sympathischen Jungs hören sich in Sachen erster Stadt Wales Junior Grand Prix so an. Aber was sensationell ist, wie ich da gesagt habe, ist der Einsatz von allem und wie sie das für das gekämpft haben, wirklich, das ist sehr unmenschlich, wie ich gesagt habe. Sensationell wird, hoffen wir alle, dass es wird. Es ist noch nicht sensationell, weil es ist der erste Jahr und jeder weiß, dass Veranstaltungen in der ersten Jahr
tun sich am Anfang schwierig. Ja, und viel Publikum kam leider nicht, weil die haben das noch nicht gekannt. Die wissen nicht, dass die Kinder eigentlich gutes Tennis spielen. Und es ist es eigentlich wert, es anzuschauen. Und aber mit Zeit, ich glaube, in 3 Jahren werden wir ein sensationelles Megaturnier hier haben. Ja, ich kenne die Hipfel-Familie seit gefühlten 30 Jahren jetzt, also oder noch länger. Und wir sind gemeinsam im Tennis sehr vertreten, sage ich jetzt einmal. Das ist unser Leben. Und der Werner ist einfach ein Freak und der wollte es auf die Beine stellen, hat es geschafft, Hut ab. Also es ist echt sehr schwer mit den Sponsoren und alles und da ein bisschen unterstützen, mit den ein oder anderen Sponsoren ein Doppelspielen, ein Exhibition spielen, das macht mir dann auch Spaß. Mir macht es dann auch Spaß, den Markus zu treffen, den Emilio zu treffen und wieder am Tennisplatz ein bisschen herumzublödeln. Das ist einfach mein Leben Tennis und deswegen bin ich auch gern dabei. Ja, generell ist das natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache, weil es ist eine Plattform für junge, aufstrebende Spieler, dass sie mal hineinschnuppern können in das internationale Jugendtennis. Es ist eine Plattform für die besseren Jugendlichen, dass sie wichtige Weltranglistenpunkte sammeln können und für alle einfach zu sehen, wie international gut gespielt wird, wie die Jungs arbeiten, wie die trainieren und ja, für Wels super. Wels hat viele Dinge jetzt im Sport und jetzt der Davis Cup auch und ja, mir persönlich macht es eine Freude und möchte meinem Bruder gratulieren dazu, dass er sich diese Mühen angetan hat, das zu machen. Es ist viel Arbeit, steckt viel Herzblut dahinter und kann ich nur sagen, dass er einen guten Job gemacht hat. Viel Arbeit, viel Herzblut, das gilt für das gesamte ehrenamtliche Team des Welser Turnvereins. Ja, zum einen einmal sind wir natürlich schon auch stolz oder haben wir das Glück des Wettergottes gehabt, dass wir eigentlich keinen einzigen Ball in der Halle spielen haben müssen. Also alle Matches wurden hier im Freien durchgeführt. Ja, Donnerstagabend soll uns ein kleiner Hurricane, möchte ich sagen, ein österreichischer Hurricane überrascht, hat uns den gesamten VIP-Bereich zerstört, hat uns, ich sage, eine gute Hälfte der Plätze richtig demoliert. Wir sind, wie man so schön sagt, angesoffen. Aber meine Mannschaft, und da bin ich bei dem, wo ich am meisten eigentlich mit stolz sein darf, es waren 20 freiwillige Helfer plus 15 Ballkinder die letzten 10 Tage im Einsatz und werden auch noch die nächsten Tage mit dem Abbau des gesamten Events beschäftigt sein. Ohne die ging es nicht. Ich bin unglaublich happy, dass dieses Team, das sehr, sehr jung ist, da bin ich der Älteste von den ganzen, der alte Haus. Aber ich sage es, denen gehört die Zukunft. Ich freue mich jetzt schon wieder, nächstes Jahr 2018, diesen Event wieder durchführen zu können. Die Highlights waren, dass unsere Jugend vom Welser Turnverein Abteilung Tennis seit 10 Tagen ununterbrochen von 7 Uhr früh bis 9 Uhr abends am Platz ist. Alle Aufgaben, die der Werner oder ich ihnen anschaffe, sofort erledigt werden. Das sind für mich die Highlights. Und die Schwierigkeiten waren, dass wir einige Sachen sofort organisieren haben müssen. Aber es ist mir gelungen, alles zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu haben. Zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, ist am Samstagabend das traumhafte Buffet für Sponsoren, Organisatoren, Helfer und Aktive. Geplaudert wird sehr viel und da wohl in erster Linie über das Spiel mit der gelben Filzkugel. Da dieses Thema ja bekannterweise sehr viel hergibt, benötigen laut unbestätigten Informationen einige Gäste bei der Heimfahrt kein künstliches Licht mehr. Ja, und die können dann sogar noch ein wenig schlafen, denn nach einem Starkregen am Sonntagmorgen werden die Finalspiele etwas nach hinten verschoben, um die Plätze wieder trocken zu bekommen. Wer dann allerdings diese Matches trotz späterem Beginn verschläft, der bestraft sich selbst, denn die jungen Damen und Herren zeigen Weltklasse-Tennis. Bei den U18 Girls trifft mit der Slowenin Nika Radisic die Nummer 87 der Welt auf die Nummer 95 der Jugendweltrangliste, die Italienerin Elisabetta Cocciaretto. Und da zeigen schon die ersten Ballwechsel, auf was sich die Tennisfans freuen dürfen. Schon das 0:30 für Cocciaretto bei Aufschlag Radisic ist ein super Ballwechsel. Die Italienerin macht auch gleich das erste Break und führt mit 1:0. Sie muss allerdings sofort das Rebreak hinnehmen. Auch weil die Slowenin Superstops wie diesem zum 0:40 spielt. Beide Spielerinnen haben mit ihren Aufschlägen Probleme
Und so gibt es eine richtige Breckorgie bis 3:2 für Cocciaretto. Dann bringt die Italienerin zum ersten Mal ihren Aufschlag durch. Bei 5:2 holt sich die Nummer 95 der Jugendweltrangliste mit diesem Supervolley den ersten Satzball. Der nächste Ball von Radisic ist um ein paar Zentimeter zu lang. Cocciaretto holt sich Satz 1 mit 6:2. Die Italienerin auch im zweiten Satz hoch konzentriert und hoch motiviert, ist jetzt eindeutig die Chefin am Platz. Bei 5:3 gibt's bei 0:40 drei Matchbälle für Cocciaretto. Die Italienerin lässt nichts mehr anbrennen, gewinnt das Grande Finale mit 6:2 und 6:3 und streut danach dem Veranstalter Rosen. Yeah, this is a very good tournament. The city is very good. The organization, thanks to the referee, to the all the organization, and the courts are good. Den Doppeltitel bei den Ladies holen sich die Damen Ciada Prisacario aus Rumänien mit einem 6:3 und 7:6 gegen das tschechisch-dänische Duo Lavikovo Tauson. Damit zu den Jungs, die in die Fußstapfen von Federer, Nadal und Co. treten wollen. Das sind der Herr in Blau, Sebastian Bez aus Argentinien und der Mann in Orange, Hugo Gaston aus Frankreich. Was die beiden im Finale den vielen Tennisfreunden am Center Court bieten, das ist allerfeinste Tennissahne. Satz 1 holt sich der Franzose mit 6:4. Die Nummer 1 des Turniers, Sebastian Bez, hält aber dagegen und gewinnt Durchgang 2 mit dieser Kugel entlang der Linie mit 6:3. Bei 5:4 im dritten Satz schlägt der junge Mann aus Argentinien dann zum Matchgewinn auf, muss aber das Break hinnehmen, 5:5. Im nächsten Game reißt Bez die Fans zu Beifallstürmen hin. Etwa mit diesem Ball zum 30:0. Oder auch mit diesem erlaufenen Stopp zum 40:15 und damit zu zwei Breckbällen. Bez holt sich dann auch den Punkt zum 6:5, kann aber im nächsten Game abermals seinen Aufschlag trotz solcher Traumpunkte wie dem zum 30:15 nicht durchbringen. 6:6. Damit wird der Sieger des ersten Stadtwels Junior Grand Prix erst im Tiebreak des dritten Satzes ermittelt. Wie eng es dabei zugeht, zeigt die allerletzte Kugel dieses Top-Turniers. Der Ball des Franzosen ist nur um ein paar Millimeter zu lang. Bez gewinnt das Tiebreak mit 7:4 und somit das Finale mit 4:6, 6:3 und 7:6. Ja, today is a difficult match. I play very well. The other guy is world opponent. I know him and I know before the match he's so hard. And well, I'm so happy for the victory today. Viel Lob für diese Leistungen gibt es von dem Mann, der beim Finale am Schiedsrichterstuhl sitzt und ein echter Experte ist. Hatte er doch lange einen gewissen Sebastian Ofner unter seinen Fittichen. Das Finale war hochklassig, es war sehr, sehr spannend und knapp. 7:6 im dritten Satz, qualitativ vergleichbar mit dem Future-Turnier, das parallel in Wales stattgefunden hat. Da war ich auch für 3 Tage als Chair-Umpire tätig. Und wenn man das Niveau hier und dort vergleicht, ist es wirklich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, die Spieler, die jetzt noch da bei der U18 aufschlagen, wird man sicher in Zukunft auch auf der Future-Herrentour sehen. Und dann wird man sehen, wie die Karrieren fortgesetzt werden. Den Doppeltitel bei den Boys holen sich in Wales die Brasilianer Gimes Puccinelli, die sich im Finale gegen die amerikanisch-venezolanische Paarung Fenty und Perez durchsetzen.
Damit ist der erste Stadt Wels Junior Grand Prix auch schon wieder Sand von gestern. Das Schlusswort überlassen wir dem Mann, der dafür gesorgt hat, dass die Messestadt eine Woche lang die besten Jugendtennisspieler der Welt zu Gast hat. Wir sind echt stolz, in Wels eines der 15 größten Jugendwelttennisturniere auf der Welser Turnvereinanlage durchführen haben zu können. Wir haben unglaublich tolle Matches gesehen. Es sind über 200 Teilnehmer aus über 50 Nationen der Welt hier gewesen. Jetzt im Finale hier bei den Burschen der topgesetzte Argentinier, der aktuelle Nummer 17 in der Jugendweltrangliste ist. Ganz ein enges, knappes Match mit 7-6 im dritten Satz gegen den Franzosen, den dreigesetzten Hugo Gaston. Unglaubliches Tennis für diese Altersgruppe. Viele Fans und Zuseher die ganze Woche. Ich glaube über 1000, die die letzten paar Tage hier waren. Ein super Showkampf gestern von dem Emilio Alvarez mit meinem Bruder, dem Markus, und dem Davis Cup Coach, den Stefan Kubek. Und jetzt schon die Zuversicht, dass wir in den nächsten Jahren diesen Event hier wachsen lassen wollen. Und dank der Unterstützung der Stadt Wels in erster Linie und vieler treuer Partner und Sponsoren aus der Vergangenheit und auch in der Zukunft werden uns hoffentlich noch besser und größer unterstützen als jetzt schon. Und wir freuen uns schon auf 2018.